Also, wir schauen uns jetzt gleich das Matchup zwischen Hase und Eisvogel an. Und damit gehen wir jetzt hier auch rein in das Spiel. Die beiden sind jetzt hier soweit. Wählen auch entsprechend die Trikots. Hase mit dem AC Mailand Trikot. Ist auch ein sehr, sehr schönes Trikot. Und hier sehen wir nochmal das Team von Eisvogel. Und da sehen wir, wie gesagt, auf dem linken Flügel Hazard. Richtig starke Karte. Ich bin gespannt, was wir von dieser Karte alles sehen werden. Ansonsten natürlich auch so ein sehr, sehr gutes Team. Aber was natürlich interessant ist, ich habe jetzt gerade zumindest in der Stürmerposition kein Ronaldo gesehen, aber kann natürlich sein, dass er gerade den Team of the Season Ronaldo irgendwo hat. Hazo geht ins 4-2-3-1 mit Bale und Son auf dem Flügel. Ronaldo vorne im Sturm und dann Hullet auf der 6 und Suarez auf der 10. Ja, also hier sieht man es nochmal, dass Eisvogel einen CR7 hat, den er dann natürlich auch einsetzen wird. In der Offensive. Nicht viel bitte, ist auch ein bisschen laut. Feedback geben, diesmal haben wir nämlich auch Ingame-Sound. Wie es vom Ingame-Sound her passt, zu laut, zu leise, schreibt es gerne in den Chat. Und wir starten jetzt hier rein ins Hinspiel. Wir haben auf der linken Seite Hazo, der für Team Expert spielt. Und auf der rechten Seite Eisvogel, der für Team Envias unterwegs ist. Und er hat ja auch hier fast die erste Gelegenheit. Und das Spiel hat richtig Tempo jetzt hier von Beginn an. Also gerade Eisvogel fast mit der Möglichkeit. Wird noch geblockt und dann geht es wieder ganz, ganz schnell nach vorne auf der Seite von Hazo. Aber jetzt nutzt Eisvogel mal die Gelegenheit, um kurz ein bisschen Tempo rauszunehmen, Sicherheit zu bekommen. Jetzt wird's eng. Hier sehen wir auch Hazard mit einem super Ballannahme. Und R9 dann für Eisvogel. Mit dem staubtrockenen Abschluss links flach ins Eck. Und das war eine richtig feine Ballannahme hier von Hazard. Direkt nach links weggedreht, um danach den Ball auf R9 zu verteilen. Und der macht dann hier den ersten Treffer. Diese Beidfüßigkeit von R9. Ich habe mal eine Zeit lang auch ohne R9 gespielt und dafür dann mit Team of the Season Aguero, und das ist einfach kein Vergleich. Team of the Season Aguero, klar, hat eine richtig starke Karte, aber diese Beidfüßigkeit von R9, die ist einfach unglaublich wertvoll. Also ein sehr, sehr munteres Spiel. Und da haben wir wieder R9 im Einsatz. Wieder starke Ballannahme und fast der nächste Treffer. Und hier befindet sich der Spieler im Abseits. Ich glaube, das war früh zu sehen. Aber wieder ein starker Ball auf R9. Starkes Dribbling, wie er da wegzieht, sich rausdreht und dann zum Torabschluss kommt. Und hier haben wir fast ein ähnliches Bild. Also wir sehen, dass Eisvogel wieder voll im Saft ist, voll drin ist. Und Hazo, ja, der tut sich gerade noch ein bisschen schwer. Diese Ballannahmen, diese engen Dribblings von Eisvogel, die haben wir auch über die Saison hinweg schon so häufig gesehen, dass er die so gut kann, das L1-Dribbling. Und das hat auch bis jetzt hier nach den ersten 20 Minuten richtig gut geklappt.
So, Eisvogel, schön. Lässt er zwischen beiden Sechsern dann den Ball laufen. Wow, und krass, dass der Ball ankommt. Ich glaube, das wird der Hase auch nicht ganz verstehen. Weil ich muss sagen, ich war jetzt gerade schon überrascht. Aus der Drehung spielt hier Eisvogel den Ball auf Messi. Und der trudelt da so vor sich hin, der Ball. Und aus irgendeinem Grund kann Messi den easy ja, annehmen, laufen, wie auch immer. Und danach auch ist er durch und erzielt hier das 2:0. Bittere Pille auf jeden Fall. Da stimmt auch wieder alles ganz genau bei Eisvogel. Jetzt hier die Gelegenheit für Haso. Haso mit dem Abschluss und dann R9 tritt am Ball vorbei. Das kennen wir eigentlich fast nur so gut mit so einer Szene. Symptomatisch aus dem richtigen Fußball. Also jetzt nicht mit R9, sondern anderen Spielern, wie sie da in diesem Moment den Ball nicht treffen. Aber in FIFA sollte das natürlich eigentlich nicht passieren. Eisvogel marschiert hier schon wieder. Was, das ist da unglaublich. Messi wieder mit so viel Tempo unterwegs, kaum aufzuhalten. Und wir sehen eine Pause angemeldet von Haso. Er wird jetzt hier auch dann direkt umstellen, weg vom 4-2-3-1. Das hat jetzt gar nicht funktioniert, geht schon auf Dreierkette. Also Haso wird uns jetzt hier ein kleines Spektakel liefern wollen. Entweder gibt es eine unglaubliche Aufholjagd. Und ich habe eben gerade schon auf Twitter gesehen, hat er was irgendwie ähnliches gepostet. Nur ich glaube, da lief es besser für ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es nur ganz kurz gelesen. Ich war ja hier gerade quasi am euch für kommentieren. Und ja, also entweder jetzt hier volle Offensive und eine spektakuläre Aufholjagd oder ich glaube, es werden noch weitere Treffer fallen. Aber einfach der Wahnsinn, wie Messi da mit einem unglaublichen Tempo diesen Baller läuft und dann auch nicht mehr aufzuhalten ist. Aber na, unglaublich konsequent hier von Haso. Schon in der ersten Halbzeit auf eine Dreierkette zu gehen. So, jetzt zurück auf Son. Son scheitert an De Gea. Also, wir haben es einfach in FIFA 18 gemerkt, De Gea der beste Torhüter im Spiel und das wird auch in dieser Situation ganz, ganz deutlich. Und auch heute generell De Gea eigentlich in jedem Tor zu finden und zu Recht auf allen Seiten immer starke Paraden. Und jetzt hat Haso, muss man ganz ehrlich sagen, in diesen beiden Situationen ein bisschen Pech gehabt, dass ihm nicht der Anschlusstreffer gelingt. Aber das muss ihn pushen, das muss ihn motivieren, dass es jetzt gerade gut läuft für ihn. Und dass er zumindest jetzt hier ein Mittel gefunden hat, um zu Torchancen zu kommen. Und jetzt Philipp Eisvogel hier wieder eiskalt ausgespielt das Ganze. Nochmal mit Ronaldo nach vorne rum, rechts rausgedreht und dann ein super Abschluss und klar, der Ronaldo, der CR7, der lässt sich das nicht entgehen, eine der typischen Situationen und damit dann das 4:0, also hier sehr, sehr früh eine ganz, ganz eindeutige Nummer, aber ich schreibe Haso noch nicht komplett ab, auch wenn es eine absolute Mammutaufgabe ist, machen wir uns nichts vor, insbesondere jetzt hier mit der Dreierkette wird's löchrig. Und da sieht schon wieder sehr, sehr rund und gut aus bei Eisvogel. So viel Kontrolle letztendlich im Passspiel, aber auch im Dribbling. Und er kann sich jetzt hier so quasi zurechtlegen. Und der Ball, schaut euch das an, wie der läuft. Eisvogel dreht jetzt hier richtig auf. Vielleicht wird das jetzt auch fast ein bisschen zu viel. Uiuiui, das ist immer, da muss man ein bisschen schlucken, wenn der Gegner so gut in Fahrt kommt und so viel Selbstvertrauen gewonnen hat. Dann wird es schwer, den jetzt noch zu stoppen. Ja, danke mir, Roma, für den Tweet. So kann ich dann auch nochmal ganz gut nachvollziehen, was da gelaufen ist. Oh Mann, das muss ja auch ein heftiges Spiel gewesen sein. Und hier geht's jetzt rein in die zweite Halbzeit von
dem Hinspiel. Und mit dem 4:0 hat der Haso jetzt hier eine ganz, ganz schwere Ausgangsposition. Gute Balleroberung. Jetzt vielleicht mal die Gelegenheit mit ein bisschen Raum. Aber häufig gelingt es einfach auch den besten Spielern, hier diese Räume direkt wieder zu schließen. Und zumindest hier sieht man, wie Eisvogel da auch dann Marcelo reinsteuert, um diesen Schuss zu blockieren. Das ist so frustrierend. Man sieht, dass der Gegner einen Fehler gemacht hat, aber man trotzdem nicht 100% in der Lage ist, diesen Fehler auch zu bestrafen, weil er es einfach so gut macht, wie er wieder rankommt. So, also jetzt macht das mit Geduld. Also der ist noch da, der hat es hier noch nicht aufgegeben. Der will sich natürlich auch hier von der besten Seite präsentieren und von daher will er auch nicht abgeschlachtet werden. Und hat die Ansätze. Philipp steht bis jetzt, also Eisvogel steht bis jetzt einfach aber auch gut. So, jetzt der Ball auf Ronaldo, der setzt sich auch durch gegen Walker. Jetzt mit den Übersteigern außen durchgezogen. Und ich glaube, das war jetzt Hazard, der den Ball dann direkt verwerten kann mit dem 5:0. Flach, hart reingeschlagen auf Hazard. Und hier sehen wir jetzt die Aufgabe von Haso mit dem 5:0. Sagt er, okay, das